Hallo alle Strandfiguren, herzlich willkommen zu diesem brandneuen Video, einem der wichtigsten Motivations- und Fitnessvideos, welche ich jemals gemacht habe. Ich bin gerade hier richtig in den Regen reingekommen und sehe ziemlich scheiße aus, aber das ist mir egal. Ich habe auch einmal das Video schon gerade aufgenommen, aber es hat dann einfach mittendrin gestoppt und jetzt muss ich alles normal machen. Kein Problem, es ist einfach ultra wichtig. Also los geht's, ja. Und zwar lese ich gerade das Buch The Art of Learning. Ja, also es geht ums Thema Lernen und auf hohem Niveau. Jetzt geht es wieder los mit dem Regen, auf hohem Niveau sozusagen sich weiterzuentwickeln. Und das ist wirklich so krass. Manchmal habe ich wirklich in meinem Leben so Momente, ich meine, das kennt ja jeder, und ich teile das immer in drei verschiedene Kategorien ein. Die erste Kategorie ist, du lernst irgendwas, was du vorher nicht wusstest, jetzt zum Thema Abnehmen oder so. Zum Beispiel, wie der Blutkreislauf funktioniert oder der keine Ahnung, irgendwas, was du vorher nicht wusstest. Dann denkst du so, ah, okay, jetzt weiß ich's. So. Das ist so ein Aha-Erlebnis, das ist so die Stufe 1, ja. Dann sage ich immer, Stufe 2 ist so eine wirkliche Erkenntnis. Erkenntnis ist, wo du so ein Problem, was du lange Zeit irgendwie versucht hast zu lösen, oder eine Frage, die du schon immer gestellt hast, und auf einmal hast du die Antwort über irgendeinen Zufall oder irgendjemand spricht mit dir darüber und dann hast du auf einmal die Antwort. Das ist dann eine wirkliche Erkenntnis, wo du dann sagst so, ah, so ist das, gut zu wissen und so weiter, ja. Und dann Stufe 3, Leute. Stufe 3 ist genau die, die ich gerade hatte, als ich diese Passage im Buch gelesen habe, wo man sich wirklich wie so ein Jedi-Moment, wo man sich dann so in den Regen stellt und sagt, ja, wo man auf einmal so eine Erleuchtung hat, ja. Genau darum geht es jetzt. Und das Thema ist einfach, es gibt zwei unterschiedliche Arten, sich Sachen anzueignen, Dinge zu lernen oder überhaupt ans Lernen an sich und auch ans Training und so weiter ranzugehen, ja. Manchen Kindern sagt man zum Beispiel in der Schule, du bist sehr gut in Mathe, ja, oder du bist nicht so gut in Mathe. Du kannst gut reden halten oder du kannst nicht so gut reden halten. Alter, was geht denn hier ab, ey? Hoffentlich ist mein Handy nicht gleich im Arsch. So, und anderen Kindern sagt man aber wiederum, ey, Luke, hier geblieben, du Lappen. Und andere Eltern sagen ihren Kindern aber, hey, wenn du hart an etwas arbeitest und Spaß daran entwickelst, dann kannst du alles erreichen, vollkommen egal, was es ist, ja? Und dann gab es eine berühmte Wissenschaftlerin, Dr. Carol Dweck, die ein Experiment durchgeführt hat mit Kindern zum Thema Matheaufgaben, ja? Und die Kinder, die dachten, sie wären so gut in Mathe, die haben die einfachen Aufgaben einfach gelöst, und die anderen Kinder, die einfach Spaß am Lernen hatten und sich neue Probleme sozusagen zu stellen, neuen Herausforderungen, die haben das auch gut gelöst. So, dann gab es aber auf einmal schwierige Matheaufgaben. Dann haben die Kinder, die konnte keiner lösen, extra ganz schwierige. Die Kinder, die dachten, die wären gut, haben dann gesagt, ah, ich bin scheiße in Mathe, ich bin nicht gut genug dafür, ich bin nicht schlau genug und so weiter, und haben aufgegeben. Während die anderen, die Spaß am Lernen und am Prozess selber hatten, dreimal so lange versucht haben, diese Aufgaben zu lösen. Und das Besondere war, am Ende haben sie wieder einfache Aufgaben bekommen, die einen ganz einfach gelöst hatten. Und die anderen, die aber immer dachten, sie wären gut in Mathe, die haben auf einmal aufgegeben, weil ihr Selbstbewusstsein so zerstört war von den Aufgaben davor, dass sie einfach gar keine Lust mehr hatten, überhaupt teilzunehmen. Ja, was lernen wir jetzt daraus? Das ist genau das beim Thema Abnehmen. Wenn du sagst, oh, ich bin nicht so gut in den Liegestütz wie du, ich schaffe keine 50 Liegestütz. Ich bin nicht so gut darin. Oder, ja, ich kann einfach nicht kochen. Oder ich bin nicht so gut darin, irgendwie mich selbst zu behaupten oder eine Rede zu halten. Wenn du so rangehst an die Dinge, dann wirst du auch nie darin gut werden. Wenn du versuchst, entweder perfekt in etwas zu sein oder es gar nicht zu können, dann wirst du niemals darin perfekt werden. Weil wenn wir Perfektion bedeutet ja eigentlich, dass man erstmal versucht, es nicht perfekt zu machen, sondern einfach macht. Und je mehr und mehr und mehr und mehr man es macht, desto besser wird man. Und genauso ist das Thema Lernen, wenn ich irgendwie jetzt gerade Spanisch lerne. Und da habe ich neulich jemand getroffen, der auch Spanisch lernt, ja. Und dann haben wir uns kurz ausgetauscht. Dann hat er mir das erzählt, so, dass er Spanisch lernt. Dann meinte ich gleich, ah, yo también und so, ich lerne auch Spanisch und so. Und dann habe ich gleich, egal ob ich es falsch ausgesprochen habe oder nicht, habe ich einfach angefangen, Spanisch mit ihm zu sprechen. Aber er meinte immer so, oh nee, ich kann noch nicht so gut und ich muss noch ein bisschen üben und ich muss noch die Lektion machen. Aber man wird doch dadurch die Sprache nicht lernen, wenn man sie nicht einfach spricht. Vollkommen egal, ob man es jetzt schon alles korrekt ausspricht oder ob man ein Wort falsch sagt oder nicht.
Ja? Und deswegen kümmert euch um den Prozess, Leute. Es geht darum, dass man Spaß entwickelt an den Dingen, die man tut. Und dass man, wenn es richtig krass regnet, einfach mal das Video weitermacht. Ja? Auch wenn man danach nicht perfekt aussieht. Und wenn man danach irgendwie wahrscheinlich sich überlegt, ob man es überhaupt hochladen soll oder nicht. Das war's für dieses Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal und ciao.